Ich werde Ihnen jetzt in den nächsten 15 Minuten eine Lösung vorstellen, die eben vorhin erwähnt wurde, die Lösung Plone, welche im Kanton Basel-Stadt jetzt eingesetzt wird als Client-Anwendung mit dem Univention-Server zusammen. Und ich habe gerade gestern mit dem Projektverantwortlichen Markus Böhner gesprochen und er ist wirklich hell begeistert, dass er wirklich alle Zugriffsberechtigungen jetzt zentral administrieren kann und die Plone-Webseiten und Intranet-Seiten werden dann automatisch nachgeführt. Vorab möchte ich Ihnen etwas über meinen Lieblingsgegenstand erzählen. Ich habe den Gegenstand vor circa 15 Jahren in den USA gekauft. Er ist sehr schön designt, er ist sehr vielseitig anwendbar. Ich kann den Gegenstand jederzeit mit mir herumtragen und kann ihn fast täglich einsetzen, um gewisse Probleme meinerseits oder von Arbeitskolleginnen oder Kollegen oder auch von meinen Kindern zu lösen. Und der Gegenstand ist so beliebt, dass meine Kinder jetzt schon fragen, Papa, hast du das Dings dabei? Ich brauche es, um das und das zu machen. Und die Auflösung folgt dann im Referat. Plone ist ein professionelles Open-Source-CMS. Leider müssen wir hier auch wieder sagen, professionell, da eben Open-Source häufig noch diesen Touch hat, Bastellösung. Mit professionell ist gemeint, im Zusammenhang mit Plone, dass es professionellen Support gibt von zahlreichen Firmen weltweit und dass es auch einen verlässlichen Release-Plan gibt. Plone wird seit 2001 aktiv entwickelt von einer sehr lebendigen Community und kann deshalb als verlässliches System für Organisationen und Unternehmen empfohlen werden. Welche Problemstellungen löst Plone? Plone ist eigentlich ideal für die flexible Abbildung von hierarchischen Organisationsstrukturen, auch wieder hier am Beispiel von Schulen, wo es sehr komplexe Berechtigungsproblematiken gibt, Lehrer, es gibt dann Klassenzimmer vielleicht, Klassen, Schüler und das kann man dann alles wirklich sehr gut mit Plone abbilden. Sicherheit ist ein großes Thema, da komme ich später dann noch darauf zu sprechen. Und generell kann man sagen, dass alle Inhalte, die unstrukturiert sind, mit Plone verwaltet werden können, seien das Webanwendungen, Webseiten, Internet, also Intranet oder Extranet-Lösungen, das alles kann eigentlich mit Plone sehr gut abgedeckt werden. Plone wird mit Python entwickelt, hier als Beispiel Python for Kids. Python ist eine sehr einfach zu erlernende Programmiersprache, ist bereits sehr lange im Geschäft. Ich habe früher den Wechsel von Java nach Python gemacht und seither bin ich eigentlich auch persönlich auf dieser Schiene geblieben. Python ist sehr einfach auch zu lernen. Sie können das in 2-3 Stunden, können Sie diese Programmiersprache lernen. Python wird auch von großen Unternehmen eingesetzt. Google zum Beispiel ist sicher eine der größten Firmen, die zahlreiche Projekte mit Python und Anwendungen mit Python entwickeln. Python, vielleicht der Vergleich zu Java, das klassische Hello World Programm in Java sieht etwa so aus. Bitte noch korrigieren, wenn ich das nicht mehr richtig hingekriegt habe, weil es ist schon ziemlich lange her, seit ich zum letzten Mal Java entwickelt habe. Man sieht, die Klammern sind sehr wichtig, dass alles auch schön eingerückt ist und die Gleichfunktion in Python sieht dann etwa so aus. Also das bedeutet, Python ist sehr viel einfacher in der Handhabung. Man muss viel weniger Programmcode schreiben, um die gleichen Funktionalitäten abzubilden. Und eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften von Python ist, dass man den Quellcode eines anderen Entwicklers oder einer anderen Entwicklerin auch sehr schnell begreifen kann und lesen kann. Was auch wieder dazu geführt hat, dass sich Plone so rasch verbreiten konnte. Wie sieht die Community von Plone aus? Wie schon anfangs erwähnt, ist es eine sehr lebendige Community, weltweit verbreitet. Wir hatten die große Ehre,
in Bern im Jahr 2003 das erste Entwicklertreffen durchzuführen, ein sogenannter Sprint. Ein Sprint ist ein 3- bis 4-tägiges Entwicklertreffen, wo die Entwickler meistens im selben Raum arbeiten mit Laptops und so eigentlich sehr rasch auch Resultate erzielen können. Und man hat auch sehr rasch dann den zuständigen Experten am Tisch. Diese Sprints wurden dann weitergeführt. Neapel 2007 sieht man, dass da schon ein paar Leute mehr dann im Plan-Projekt anwesend waren. Oder letztes Jahr in Budapest 2009 gab es auch ein Entwicklertreffen. Das heißt, die Leute treffen sich auch physisch und lernen sich so kennen auf eine andere Art, wie das normalerweise übers Internet vonstatten geht. Thema Security wurde heute schon sehr ausführlich behandelt, zum Glück. Plone hat einen der besten Security-Tracks aller führenden CMS-Systeme. Sie können das selber dann überprüfen in der CVE-Datenbank, die vorhin erwähnt wurde. Und zwar hat das auch wieder einen bestimmten Grund. In klassischen Systemen muss ein Entwickler etwas dafür tun, dass die Lösung sicher wird. Und bei Plone muss ein Entwickler speziell etwas dafür tun, dass die Lösung unsicher wird. Also alle Module, die in Plone entwickelt werden, sind in sich schon sicher, wenn der Entwickler nicht etwas unternimmt, damit es eben unsicher wird. Also das bedeutet, dass man wirklich eine sehr hohe Sicherheit bieten kann. Und die Sicherheit ist sogar so hoch, dass CIA und FBI in den USA ihre Webauftritte mit Plone realisiert haben. Für uns natürlich eine gute Referenz, wenn uns ein Kunde fragt, ja, ist das Plone sicher, dann kann ich immer darauf verweisen, dass sie es mal beim FBI versuchen können, dort reinzukommen. Damit löse ich auch das Rätsel auf, das ich zu Beginn gestellt habe. Hier sehen Sie meinen Lieblingsgegenstand. Es ist die amerikanische Antwort auf das Schweizer Taschenmesser. Und zwar habe ich den Leatherman vor etwa 15 Jahren gekauft. Es ist ein Frauenmodell. Es passt dann, deshalb passt es sehr gut in die Tasche. Ich kann es als Schlüsselanhänger benutzen. Es ist sehr schön designt, wie Plone auch. Es liegt gut in der Hand. Man kann es jeden Tag benutzen und es hat eine überblickbare Anzahl Funktionen. Aber die Funktionen, die sind sehr robust. Also ich habe den wirklich jetzt 15 Jahre und der ist immer noch gleich stabil und robust wie zu Beginn. Und ich denke, Leatherman, die geben 10 Jahre Garantie, also auch nach der Garantie funktioniert das Ding noch sehr gut. Plone ist wirklich gut vergleichbar. Plone hat einen überblickbaren Schatz von Funktionen, aber es sind eigentlich die Funktionen, die in der täglichen Arbeit benutzt werden. Hier eine kurze Übersicht. Die Kernfunktionen decken eigentlich die generischen Funktionen ab. Man hat einen persönlichen Arbeitsplatz, das ist eine Art Cockpit-Sicht auf alle Inhalte, die ein Benutzer zur Verfügung hat. Das ist vergleichbar mit iGoogle. iGoogle ist auch ein Dashboard, wo man sich interaktiv auch Informationsportlets oder Infoportlets zusammenstellen kann. Dann gibt es einen Bereich des Dokumenten- und Inhaltemanagement. Es gibt eine sehr ausgereifte Volltextsuche, die auch per Live-Search funktioniert. Live-Search bedeutet, dass Suchresultate bereits mit den Tippen angezeigt werden. Ist, glaube ich, neuerdings auch bei Google so eingebaut. Dann gibt es im äußeren Kreis Erweiterungen, die dann je nach Kundenanforderungen hinzugefügt werden können. Natürlich gibt es ein Blog, Forum, welches man aktivieren kann. Es gibt ein Anschlagbrett. Wir haben auch spezielle Funktionen entwickelt, die jetzt für Schweizer E-Government oder auch für Schweizer KMUs interessant sein können, wie eine Geschäftsverwaltung oder ein Online-Buch, wo mehrere Autorinnen und Autoren gleichzeitig an einer Publikation schreiben können. Hier haben wir schon bei verschiedenen Kunden Word abgelöst,
um eben größere Publikationen im Team zu schreiben und dann auch ein PDF von höchster Druckqualität am Schluss zu generieren. Das ist nicht etwa das Puzzle-Team beim Klettern und wahrscheinlich auch nicht Univention und SciGroup bei der Projektumsetzung, aber heutige IT-Projekte können sehr anstrengend und mühsam sein. Man muss kämpfen mit der Software, manchmal kann man auch keinen Einfluss nehmen auf die Software, wenn es proprietäre Lösungen sind. Man muss vielleicht einen Bergführer haben und es kann sehr ermüdend sein, wie man hier sieht, und man kann sich da eigentlich auch nicht freuen an diesem Aufstieg. Und unsere Erfahrung ist ein bisschen die, dass mit Blown das Ganze einfacher geht, nämlich etwa so. Das heißt, Blown ist eigentlich dann wie eine praktische Bergbahn, wo man sich reinsetzen kann. Und man kann beim Hochfahren eigentlich noch die Aussicht genießen und kann dann am Schluss eigentlich ruhig dann auf den Aufstieg zurückblicken. Natürlich in der Praxis gibt es Probleme, das ist klar in jedem IT-Projekt, aber unsere Erfahrungen zeigen doch, dass mit Blown eigentlich auch komplexe IT-Projekte mit relativ wenig Ressourcen dann erfolgreich umgesetzt werden können. Als kurzes Beispiel noch zum Schluss, ich habe jetzt nicht das Beispiel EduBS des Kantons Basels genommen, dass wir auch noch einen anderen Blick kriegen, dass nicht nur Basel mit Open Source Software arbeitet. Der Kanton Zug hat vor etwa 3 Jahren den Webauftritt mit Blown realisiert und die Verantwortlichen waren so zufrieden mit der Software, eben auch wie reibungslos das Projekt umgesetzt werden konnte, dass man dann beschloss, auch den Bereich Extranet, Intranet anzugehen, und daraus ist dann das Projekt iZug entstanden. Als Kern von iZug ist ein Modul Arbeitsraum entstanden. Ein Arbeitsraum kann von jeder mitarbeitenden Person im Kanton Zug erstellt werden, ohne dass man einen Administrator anrufen muss. Und man hat auch die Möglichkeit, andere Benutzer direkt in diesem Arbeitsraum zu beteiligen. Das heißt, die ganze Verwaltung der Zugriffsrechte konnte hier eigentlich delegiert werden und auch die Verantwortung an die Mitarbeitenden. Im Arbeitsraum können alle Inhalte verwaltet werden, die für Projektarbeit anfallen. Wir haben eine Dokumentverwaltung, Aufgabenverwaltung, Terminverwaltung. Wir können auch Unterordner machen im Arbeitsraum. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Fokus hinzuzufügen. Fokus ist Neudeutsch für Block. Der Kanton Zug wollte nicht das Wort Block einführen in der Verwaltung, weil das ein bisschen zu internetlastig war, weshalb man es Fokus genannt hat. Und selbstverständlich auch Online-Bücher, dass man auch gleich das Projekthandbuch im Webbrowser schreiben kann, und zwar mehrere Leute gleichzeitig. Ein paar Zahlen noch zu diesem Projekt. Das Intranet iZug wurde im Juni 2009 dann live geschaltet. Wir haben mittlerweile die 1800 internen Benutzer, also alle Benutzerinnen und Benutzer des Kantons Zug haben den persönlichen Arbeitsplatz, das Dashboard als Startseite in ihrem Browser und beginnen dann von dort aus mit der Arbeit. Im Weiteren hat es mittlerweile 600 externe Benutzer, die arbeiten auf der genau gleichen Datenbank, auf dem gleichen System, wie zum Beispiel auch die Zugerpolizei ihre Daten verwaltet. Auch hier konnten wir wirklich der Security von Blown vertrauen. Seither sind über 340 Arbeitsräume eröffnet worden und entstanden. Also wir haben es wirklich geschafft, auch die Anwendung erfolgreich dann in Betrieb zu nehmen und nicht nur die Lösung zu installieren, sondern dass sie dann auch wirklich benutzt wird. In einem nächsten Schritt hat der Kanton Zug dann gesagt, wir möchten diese Lösung als Open Source verfügbar machen, damit andere Verwaltungen oder auch KMUs diese Lösung übernehmen können, und seit März 2010 ist die ganze iZug
Lösung mit Plone als Open Source unter der Lizenz GPL der SIK verfügbar. Sie können die Lösung Arbeitsraum selber ausprobieren. Wir haben die Open Source Software leicht modifiziert, verallgemeinert und unter foregov.ch aufgeschaltet. Dort können Sie sich registrieren, kostenlos einen Arbeitsraum erstellen, bis zu 5 Benutzerinnen und Benutzer einladen und so eigentlich die Software auf eine sehr einfache Weise kennenlernen. Somit wäre ich am Schluss von einem Vortrag und jetzt geht es zur Preisverleihung. Vielen Dank, Bernhard. Bis es soweit ist, bis der Vorhang quasi geöffnet wird und das Geheimnis gelüftet, haben wir noch ganz kurz Zeit für zwei der Fragen, falls vorhanden. Ich persönlich hätte da eine, und zwar bin ich ja eigentlich schon seit längerem PHP-Programmierer. Also wenn ich programmiere, kann ich das nur mit PHP. Kannst du da etwas sagen dazu? Wie unterscheiden sich diese Programmiersprachen jetzt Python und PHP? Also ich denke, die beiden Sprachen sind sehr ähnlich. Sie decken auch sehr ähnliche Anwendungsgebiete ab und es gibt ja auch sehr viele PHP-basierte Lösungen. Wir verfolgen einfach einen anderen Weg, der halt schon von dieser Security herkommt. Also bei PHP gibt es halt auch einige Security-Probleme, dass dort immer wieder Sicherheitslücken auftreten und unsere Erfahrung ist ein bisschen die, dass sich PHP sehr gut eignet auch für Webauftritte, dass man die rascher entwickeln kann vielleicht, aber wenn es dann darum geht, wirklich Informationen in einer Verwaltung sehr sicher zu verwalten, dann möchten wir eben schon auf die Sicherheitsmerkmale von Python und von Plone zurückgreifen. Sind auch einen gesunden Wettbewerb zwischen diesen Open Source Programmiersprachen? Fragen zur Plattform? Also dort gibt es ja eben dieses Plone.gov. Ich weiß nicht, ob du da noch etwas kurz sagen willst. Ich finde das ein ganz spannendes Projekt. Genau, also Plone.gov ist ein Schweizer Verein, welcher gegründet wurde. Und in Plone.gov treffen sich Lieferanten und Kunden. Und das Ziel des Vereins ist eben, den Einsatz von Plone in den verschiedenen Verwaltungen zu koordinieren. Das heißt, dass man eben versucht, die Verwaltungen im E-Government zusammenzubringen. Das heißt, wenn ein Modul im Kanton Basel Stadt entwickelt wird, dass der Kanton Zug dieses Modul dann übernehmen kann oder im Idealfall sich an der Entwicklung beteiligen kann und diese Entwicklung dann wieder anderen Verwaltungseinheiten zur Verfügung stellen kann. Und da sind wir wirklich sehr erfolgreich. Wir haben es geschafft, dass schon Gemeinden, Städte, Kantone und Bundesverwaltung in Klammern, die hat sich aus bekannten Gründen ein bisschen zurückgezogen, aber dass wirklich aus jeder Einheit eigentlich Leute im Verein aktiv mitarbeiten und eben auch der Erfolg beim Kanton Zug zeigt auch, dass man auch verwaltungsübergreifend, also kantonsübergreifend auch zusammenarbeiten kann mit Open Source Software. Okay, sehr gut. Also auch im Internet eine große spannende Zeit, die auf uns zukommt. Vielen Dank, dass du kommen konntest, auch für die Unterstützung.